Okay, jetzt haben wir eine unsichtbare Stalkerin. Aber ich würde ganz gerne wirklich mal gucken. Die Inspektor-Ausrüstungen, die sind eh immer alle viel zu teuer. Aber der Inspektor Terminal, gleich drei Sachen. Überwachung der HANA-Botschaft. Spectre-Zugangscodes können Datenschutzeinstellungen umgehen und auf die Finanz-, Transit- und persönlichen Daten aller Angestellten der HANA-Botschaft zugreifen. Um das Auslösen von Überwachungsgegenmaßnahmen zu vermeiden, müssen die Daten direkt auf der Site aufgerufen werden. Navi-Punkte von Konsolen oder Zugangspunkte mit relevanten Daten werden auf dem Universalwerkzeug der Spectre markiert. Citadel-Einreisegenehmigung. Ausbilder der Grissom-Akademie haben um Räume auf der Citadel gebeten, um dort junge Studenten zu trainieren, die dem Angriff auf die Schule entkommen sind, sich aber noch nicht den Älteren im Kampf anschließen können. Die Citadel-Behörden würden dem Ersuchen nachkommen, wenn ein Inspektor sich dafür ausspricht. Ach so, wir müssen das autorisieren hier auch und aktivieren. Okay. Dann aktivieren wir das mal. Autorisieren das mal und militärische Amnestie für Normandy Techniker. Die Techniker Gabriella Daniels und Ken Donnelly, das sind die Leute aus dem zweiten Teil, sind auf der Citadel in Haft, weil sie für Cerberus gearbeitet haben. Ja, aber sie schienen mir nicht wirklich zu Cerberus gehörig. Daniels und Donnelly haben sich friedlich ergeben, bevor die Normandy von der Allianz requiriert wurde und beharren darauf, sie hätten lediglich die Kollektoren und die Reaper bekämpfen wollen und unterhielten sonst keine Verbindung zu der Terrororganisation. Ein Spectre-Befehl könnte Daniels und Donnelly volle Amnestie gewähren und sie an Bord der Normandy wieder in den aktiven Dienst nehmen. Das autorisieren wir auch. Gut. Shepard, ich gehe die Sicherheitsberichte durch. Können Sie die Übertragung der HANA-Botschaft überprüfen? Wird gemacht. Baus Plan ist gut. Die HANA sind berechenbar. Alles Merkwürdige in Ihrem Terminal sollte unsere Liste von Verdächtigen eingrenzen. Gut. Sie akzeptieren Bau also? Absolut. Er ist ein guter Spectre. Die Galaxie braucht mehr wie ihn. Und der Umstand, dass er sie verhaften will? Naja, niemand ist perfekt. Okay, sie ist gut. So, es müssten eigentlich zwei neue Orte aufgetaucht sein. Einmal das Flux und dann die HANA-Botschaften. Oder sind die da drüben? So, mal gucken. Wow, ich find's lustig, dass wir so eine nette Map haben. Interessante Orte. Points of Interests sind das im Englischen. Da 5 ist die Büroetage. Vielleicht müssen wir da hin. Mal gucken, ob wir da. Ja. Tatsächlich. Bau, ich habe mögliche Treffer. Bei Bolon gibt es seltsame Geldanweisungen und Olun versendet sehr viele Daten. Bolon ist sauber. Die Geldanweisungen gehen an seine Geliebte. Bei Olun bin ich nicht sicher. Ich sehe mir seine Vita an. Okay. Ich überprüfe Oluns persönliche Unterlagen und seine letzten Nachrichten. Spectre Darf ich arbeitet anmerken, dass zusammen. es für einen Hanar höchst ungewöhnlich ist, eine Geliebte zu haben? Oh. Wenn Bau sie erwischt, kann ich ihnen Immunität zusichern. Aber dann muss ich mitmachen, richtig? Beim letzten Mal haben sie mich in einen Selbstmordeinsatz geschickt. Ich habe nicht gesagt, dass sie mitmachen müssen. Gesagt nicht, aber darum ging es ihnen letztlich. Ja, stimmt irgendwie auch. Können wir jetzt weitermachen oder nicht? Verstehe ich nicht. Der Pfeil ist immer noch da drauf. Muss ich jetzt einfach einen Moment warten oder? Wie sieht das aus? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Was machen wir denn jetzt? Verstehe ich nicht. Wir gucken mal im Logbuch nach. Missionsüberblick. Oh Gott. Benning Beweise. Da hat na Diplomat. Benning, nein. Nach Namen. Warum kann ich nicht näher rein? Bitte vermutet, dass er Mitglied der diplomatischen Belegschaft. Finden Sie Beweise gegen die Hanna. Ach so. In dem Präsidiumsbotschaft 10. Das heißt, das Terminal haben wir gefunden. Jetzt brauchen wir noch mehr, oder? Vielleicht ist da oben noch mehr. Hier ist natürlich nichts. Im Menschen. Dings könnte natürlich auch noch was sein, aber hier hinten könnte. Hier ist zumindest noch so ein Teil, aber.
Vielleicht hat sich die Mission auch verbuggt. Ich bin mir da nicht absolut sicher. Hier wird sicherlich auch nichts Neues sein. Es ergäbe auch keinen Sinn. Ich könnte allerdings nachher mal wieder hinkommen. Vielleicht hat Odina ja auch was dazu zu sagen. So, das Terminal ist jetzt da als Mission angezeigt. Aber es bringt mir ja alles nichts. Hm. Das ist schlecht. Ich hoffe nicht, dass es verbuggt ist. Achso, was ist hiermit? Auch nix. Ja, so sieht's auch aus. Müssen sie nur noch wirklich richtig einladen. Ja, was ist denn jetzt? Ich kann hier nichts machen. Hallo. Ja, sehr gut. So muss es sein, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Muss ich hiermit irgendwie... Sieht auch nicht danach aus. Was muss ich jetzt bitte machen? Ha. Botschaftsbüros, ja, sind hier überall. Da war das eine Terminal. Willkommen zurück in der Menschenbotschaft, Commander Shepard. Wie kann ich helfen? Nee, hier gibt's doch nichts. Das war's. Danke. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Ja, weiß ich. Ja, warum kann ich jetzt nichts weiter daran machen? Das ist natürlich sehr schlecht. Na gut, wir werden mal... ich werde mal ganz kurz gucken, was wir da machen können. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste tatsächlich auf ein anderes Stockwerk gehen. Dann machen wir das mal. Wow, Olun leistet für die Hanna Lobbyarbeit zur Unterstützung der Kriegsbemühungen. Dann ist er eindeutig nicht indoktriniert. Wer stellt sich gegen ihn? Ein Hanna ohne Namen, der kürzlich von KJ hierher versetzt wurde. Ich durchsuche die Transitdaten nach Eintreffenden. Letztlich dreht sich alles nur um den Krieg. Und Sie wollen jeden mit hineinziehen. Wäre es Ihnen lieber, wenn die Reaper den Sieg davontragen? Ich würde lieber die Zeit, die mir noch bleibt, mit KG verbringen. KG hätte nicht gewollt, dass Sie sich ständig in dieses Ding einstöpseln. Nun, dann hätte er nicht sterben sollen. Hm. Übrigens finde ich lustig, wir könnten sogar die Türen versuchen zu öffnen, aber wir kriegen sie von hier nicht. Oder? Nee, schade. So, wo müssen wir jetzt... Achso, M für die Map. Das Terminal ist jetzt da ganz hinten. Ja, wo soll ich denn wissen, wenn der Karte aktualisiert ist, dass ich dann auf M drücken muss und gucken muss, wo das nächste Teil ist? Lyon ist auf der Erde. Eine wunderschöne Stadt. Sie sollten sie mal besuchen. Ich war gerade auf meinem Boot, als... Oh, der Himmel wurde schwarz. Staub und Asche. Eine riesige Metallwand stürzte herab. Ich fiel in den Fluss. Müssen Menschen eigentlich ständig reden? Als ich rausgeklettert war, hörte ich Schreie. Die Metallwand bewegte sich und plötzlich erkannte ich, dass es ein Bein war. Nur ein Bein von einem der Reaper. Oh Gott. Der Batterianer ist schon sehr angenervt dadurch. Nicht, dass das... Das hat ja sicherlich schon Konfliktpotenzial, dieses Gebiet. So, da ist irgendwo das Terminal. Da ist es. Ich habe eine Liste der Hanna-Neuankömmlinge, Bau. Ich leite sie an Sie weiter. Verdammt! Das sind alles Kontaktnamen. Die Hanna-Namen von dem Allianzangriff sind aber Seelennamen. Und Hanna-Seelennamen sind privat. Sie stehen in keinem offiziellen Verzeichnis. Haben Sie Zugriff auf die persönliche Kommunikation? Schon dabei. Vielleicht finden wir dort Namen. Und wie geht's dem Rest des Teams? Sonst noch jemanden getroffen? Garrus hilft uns auf der Normandy. Er hat noch nie einen guten Kampf ausgelassen. Was ist mit Jacob? Ich habe nichts von ihm gehört. Jacob hätte mich dazu bringen können, wieder auf die Normandy zu kommen. Ich dachte, Sie wären glücklich mit Ihren Erinnerungen an KG. Hey, ich bin nostalgisch, nicht tot. Okay, interessant. So, das Terminal ist jetzt wieder bei 1. Das ist sehr lustig, dass wir jetzt wieder hin und her dürfen können. Aber vorhin musste ich erstmal das Stockwerk wechseln. Das Stockwerk natürlich. So. Bau, hier ist die Korrespondenz. Falls irgendwelche Seelennamen erwähnt werden. Hab's schon. Ein Neuankömmling. Symandis. Seelenname. Betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten. Er gehörte zu dem Allianzteam, das die Batterianer massakriert hat.
hat und hat seitdem einen besonderen Forschungsauftrag. Okay. Er hat also seine Tentakel nach irgendeiner Reaper-Tech ausgestreckt. Sieht so aus. Ich schicke Ihnen den NAV-Punkt für sein Büro. Wir treffen uns dort. Jo, wo ist der? Nicht im Wartebereich. Nicht im Präsidiumshaus. Nicht hier. Nicht hier. Sondern ja, bei den Zitadellbotschaften oben wieder. Willkommen, Commander Shepard. Einen Moment bitte. Den kriegen wir doch sicherlich. Yay, schöne Ladesequenz. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Hier war das doch, oder? Habe ich mich gerade geirrt. Ach, da ist er ja auch schon. So, John Dumbau. Los geht's. Zimmandis? Wir haben eine dritte. Oder sollte ich sagen, betrachtet verzweifelt die Arbeit der Entflammten? Oh. Anscheinend wurde diese Person ergriffen, aber die Haft ist irrelevant. Die Arbeit der Entflammten ist nicht aufzuhalten. Warum tun sie das überhaupt? Warum versuchen sie, den Reapern zu helfen? Wir haben aus geheimen Quellen Informationen über die Entflammten erhalten. Die Entflammten? Sie meinen die Proteaner? Ja. Wie Sie wissen, Commander Shepard, wurden aus den Proteanern die Kollektoren. Und die Kollektoren dienen den Reapern. Das meinen Sie nicht ernst. Daher müssen wir als treue Diener der Entflammten den Reapern ebenfalls dienen. Oh, Facepalm. Wo ist Jarvik, wenn wir ihn brauchen? Sie große, dumme Qualle. Wie beleidigend. Ich unterstütze zwar die Religionsfreiheit für alle Spezies, aber das ist verrückt. Ihre Skepsis ist ohne Bedeutung. Wenn die Entflammten uns als ausgewählte Spezies unterstützen, wird die Galaxie Zeuge sein. Sie sind auf jeden Fall verhaftet. Sie sind wahnsinnig. Und wir lassen nicht zu, dass Sie Ihren Planeten gefährden. Sie sind verhaftet. Ihr Glaube an den Sieg ist unangebracht. Unsere planetare Verteidigung ist automatisiert und kann mit einem einzigen Virus deaktiviert werden. Oh oh. Und den habe ich gerade hochgeladen. Wir sollten die nachher informieren. Ein Virus wird nur auf unbedeutenden Kanälen nicht entdeckt. Und die haben eine Zeitverzögerung. Vielleicht kann ich den Upload blockieren. Vielleicht nicht. Oh Gott. Helfen Sie ihm! Ich erledige das! Klar. Boots! Typisch, oder? Hanamus? Okay, Upload deaktiviert. Sieht aus, als wären wir... Moment. Hat irgendeine Absicherung. Runter! Oh, oh. Das... Oh, Kasumi. Sie war die ganze Zeit hier. Sie war eine alte Freundin. War? Ich wollte sie verhaften. Sie hat mir gegen die Kollektoren geholfen. Und jetzt ihr Leben gegeben, um die Heimatwelt der Hanar zu retten. Wirklich so schnell ist sie gestorben? In Ordnung. Es war eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ah, ich verstehe. Ich werde mich bei Zeiten revanchieren. Mit ein paar Freunden. Sie ist nicht tot. Typisch. Gut gemacht. Auch noch ihn abgehalten. Sie kann rauskommen. Woher wussten Sie das? Naja. Nur geraten. Sie werden Shepard. Mich nicht für einen galaktischen Krieg rekrutieren. Das Tegel-Projekt braucht Technikexperten. Ich bin keine Wissenschaftlerin. Aber Sie sind die beste Diebin der Galaxie und können unbekannte Technologie besser hacken als jeder andere. Sie könnten sie brauchen. Und außerdem liegt da jede Menge teure Tech einfach nur so rum. Und Sie müssen am Ende des Projekts sicher nicht Ihre Taschen ausleeren. Das haben Sie schön gesagt. Okay, ich bin dabei. Ha, haben wir gleich eine Unterstützung. Schön, wieder mit Ihnen zu arbeiten. Naja, nicht direkt mit mir. Aber es ist gut. Haben wir eine weitere Verbündete. Kriegsaktivposten erhalten. Kasumi Goto. Und eine Spectre-Einheit. Das ist sehr interessant. Und Truppen der Hanar und Drell. Was zur Hölle?